Ja, der Staat, der frisst deine Lohnerhöhung zum Frühstück. In diesem Video geht es um dich, deine Familie, dein hart verdientes Geld und warum es jetzt 5 vor 12 ist, etwas zu unternehmen. Ja, Frühstück ist wichtig. Ich esse sehr, sehr gerne Buchweizenflocken, bin ja sehr sportbegeisterter Mensch, aber um das geht es in diesem Video hier nicht. Dafür um ein anderes, ganz, ganz wichtiges Thema. Es geht um dein Geld, dein Lohn, dein hart verdientes, erspartes Thema Inflation. Ja, vielleicht kannst du es nicht mehr hören, geht mir ähnlich. Überall immer Inflation und Panik und sowieso und überhaupt. Aber es ist ganz, ganz wichtig, dass du dich diesem Thema stellst. Vielleicht verunsichert es dich auch. Ja, wohin geht die Inflation? Sie sinkt zwar offiziell, komme ich später noch darauf, was das genau bedeutet, aber was bedeutet das jetzt für mich persönlich? All diese Fragen, die da sind, die können einen sehr, sehr schnell auch verunsichern. Ja, die offiziellen Statistiken, der Staat gibt dann Meldungen raus, ja, die Inflation, die sinkt wieder, schaut her, wir haben alles im Griff, ist ja alles überhaupt kein Problem. Doch die Frage ist ja, wie schaut die Situation im echten Leben, in der Realität, in deinem persönlichen Umfeld schlussendlich aus? Wie schlägt die Inflation in der Realität auf dein hart verdientes Geld durch? Ja, gerade ist eine neue Meldung rausgekommen in Deutschland, dass da zwar die Löhne steigen, aber aufgrund der Inflation wieder alles weggefressen wird. Ja, die Leute stehen eigentlich schlechter da als früher, obwohl die Löhne massiv steigen. Ich zitiere hier aus dem Artikel: Wegen der jüngsten Tariferhöhungen sind die Löhne in Deutschland stark gestiegen, was ja grundsätzlich gut ist. Dennoch bleibt unterm Strich immer noch ein deutliches Minus. Die anhaltend starke Teuerung, also die Inflation, zerrt das Gehaltsplus weiterhin auf. Ja, von wegen, die Inflation sinkt, ist alles gut, wir haben alles im Griff. Nein, am Schluss, in Tat und Wahrheit, hast du weniger im Portemonnaie von deinem hart verdienten Geld. Das ist einfach Fakt. Ja, wie schaut es denn in der Schweiz aus? Sind wir in der Schweiz besser aufgestellt? Nein, es ist nicht anders. Auch hier möchte ich wieder zitieren. Die Nominallöhne dürften im laufenden Jahr laut einer ersten Schätzung des Bundesamtes für Statistik um 1,8% steigen. Soweit so gut, Löhne sollten steigen. Bei den meisten Arbeitnehmenden könnten die Lohnzuwächse somit durch die Inflation wieder aufgefressen werden. Die meisten Prognostiker rechnen derzeit für das Gesamtjahr mit einer Inflation von rund 2,5%. Das heißt, die Lohnerhöhung, die hilft dir nicht bei der Inflation. Na dann, herzlichen Dank dafür, liebe Politiker, lieber Staatsapparat. Vielleicht denkst du jetzt, ja, warum Staatsapparat, Politiker, die können doch nichts dafür. Doch, die können sehr wohl einiges dafür und das möchte ich dir kurz hier erläutern. Woher kommt überhaupt die Inflation? Das ist ja die Frage. Und hier kommen eben die Politiker und die Staaten mit ins Spiel. Warum? Weil wir kämpfen seit der Pandemiezeit mit diesen Lockdowns mit der Inflation. Das heißt, wegen diesen ganzen Lockdowns in China, in Europa und so weiter und so fort, wurden die Angebote drastisch reduziert, weil nicht mehr produziert werden konnte, die Rohstoffe fehlten und so weiter. Und wenn ein Angebot verknappt wird, ist ja Angebot-Nachfrage, die Nachfrage grundsätzlich gleich bleibt für Lebensmittel, für was man halt im täglichen Leben auch braucht, dann steigen logischerweise die Preise. Und wenn man nicht Öl exportieren kann, Energie exportieren kann, weil Schiffe liegen in den Hafen, Arbeiter sind nicht da, um das Ganze zu entladen und so weiter, wegen Lockdown, dann haben das natürlich riesige Auswirkungen, weil Öl, Energie ist in jedem Produkt, den das wir brauchen. In Kunststoff, Aluminium, überall, wo wir etwas nutzen im Alltag, Lebensmittel und so weiter und so fort, steckt Energie drin. Das heißt, wenn die Energie auch teurer wird, dann werden die Produkte teurer. Und jetzt sagen natürlich die Politiker, nee, das ist alles wegen dem bösen Putin, wegen dem Ukraine-Krieg und so weiter. Stimmt das wirklich? Der Krieg in der Ukraine ist nicht das Problem, wie alle Politiker immer wieder sagen. Wie du in der Grafik eingeblendet siehst, ist die Inflation angestiegen vor dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs. Eben aufgrund des politischen Versagens in der Pandemiezeit. Diese ganzen Verwerfungen, die die Politik, die Staaten herbeigerufen haben, das ist unter anderem einer der größten
Probleme für die steigende Inflation. Wir haben bis heute damit zu kämpfen. Die Zentralbanken erhöhen jetzt die Zinsen, um die Inflation zu bekämpfen. Das führt aber wiederum dazu, dass Staaten, Banken, Unternehmen pleite gehen werden. Dementsprechend müssen sie wieder Geld in die Märkte pumpen, um diese zu retten, weil too big to fail und all diese Themen. Das wird die Inflation nochmals massiv anheizen. Die Frage ist jetzt, welche Möglichkeiten gibt es für dich persönlich, dich zu schützen hier? Du hast drei Möglichkeiten. Entweder du arbeitest mehr, härter, zweiter Job und so weiter. Oder du reduzierst drastisch deine Ausgaben, um zu sparen. Das wäre eine zweite Möglichkeit. Oder die dritte, du kümmerst dich jetzt aktiv um dein Vermögen, um dein Geld. Meine Meinung kennst du wahrscheinlich. Nummer drei ist für mich die Abstand logischste. Die schnellste ist, Kosten zu reduzieren, um das zu nutzen, um schlussendlich auch zu investieren, dich um dein Geld zu kümmern. Da gibt es natürlich verschiedenste Möglichkeiten, um die abzuschätzen. Wo habe ich jetzt das Ganze? Hier habe ich ihn, unseren Finanzbooster Online-Kurs. Hol dir den am besten, weil der zeigt dir, wie du ganz einfach abschätzen kannst, welche Investitionsmöglichkeiten gibt es, auch was steckt in den Kryptowährungen hinter unserem Steckenpferd und wie stehen die Kryptowährungen bezüglich Rendite und Chance gegenüber Rohstoffen, Aktien, ETFs und so weiter. Das heißt, hol dir jetzt den Finanzbooster, Link ist unterhalb von diesem Beitrag und dann wirst du ihn hier ab kürzester Zeit auch sehen, wie du mehr aus deinem Geld machen kannst.